Frenkel Fortset. Heute. Let's Play Happy Wheels. Tag, ihr Nasenbären. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Happy Wheels. So, nach der letzten Folge, die ich mit Blut und Schweiß erkämpfen musste, weil das Spiel dauernd abgeraucht ist, glaube ich, ist es heute ein bisschen stabiler. Deswegen versuche ich nochmal mein Glück. Und wir waren stehen geblieben bei den Featured Levels bei Dead Space. Das gucke ich mir jetzt mal an. Na, also, geht doch. So, und das sieht aus wie in Dead Space. Wen verwundert das jetzt sonderlich, ne? Okay, also, es ist ein Grusel-Horror-Level offensichtlich. Was ist jetzt hier los? Ah, okay. Was ist das hier? Das sieht aus wie ein Ex-Teddybär. Und das hier ist wohl einer dieser... Ha, du bist ja so doof. Du bist ja noch doof als ich. Dir springe ich doch gleich mal auf den Arsch. Moment. Einfach so aus Protest. Komm her! Jetzt springe ich einfach mal ein bisschen auf dir rum, weil du es verdient hast. Na komm, jetzt komme ich da nicht rein, das ist doch nicht zu glauben. Ja, komm. Ah, Lego Mio! Ja, so! Wer sich mit mir anlegt, muss Schmerzen leiden, du kleiner blöder Penner! So, das reicht. Das war meine Massage, wa? Gut, was haben wir jetzt hier? Fleisch. Überall hängt hier Fleisch. Das ist schön für die Metzgererinnerung. Ach komm! Ah! Da hat sich jetzt der große Bruder anscheinend dafür gerecht, dass ich seinem kleinen Bruder auf dem Kopf rumgehüpft bin. Was schreit denn da immer so? Komm jetzt, lass mich da durch. Wir haben doch keine Zeit, Mensch. So eine Folge ist immer so schnell vorbei, eine Viertelstunde spätestens. So, jetzt habe ich den Deppen ja an der Backe. Aber diesmal hau ich einfach mal ab. Gut, so, und jetzt haben wir hier... Ah, das sieht alles so ein bisschen eklig aus, ne? Na komm, komm. Ja, du Blödmann. So, jetzt hängt er schlaff runter, der kleine Mini-Pimmel. Komme ich jetzt weiter? Wo geht's denn weiter? Hier vielleicht? Oder hier? Komm, fahr wieder hoch. Muss ich da an den... Ah, na also, geht doch. Oh, 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 das sieht mir gefährlich aus. Das sieht... Ich kenne doch meine Pappenheimer mittlerweile. Ja, genau! Ach, komm! Ach, ich lebe noch. Gut, das ist gut. Dann, ich kann bloß nicht mehr aufsteigen, habe ich so das Gefühl. Ich habe irgendwie so ein bisschen was im Kopf. Und es ist kein Gehirn. Ah. Blödes Level hier. Wirklich wahr. Also. Ein dritter Versuch noch. Komm. So, da ist wieder dieser Edward mit den Scherenenden. Dem weichen wir einfach mal geschickt aus. Das hier sieht irgendwie echt eklig aus. Also. So ein bisschen wie in... Wie in der Schwulensauna. Ah. So, komm. Versuch dein Glück. Ja, gut. Wie komme ich jetzt da über diese Brücke da drüber? Unfallfrei. Wahrscheinlich gar nicht. Moment, Moment, Moment. Moment. Ach komm, ich lebe doch noch. Also man darf... Okay, ich darf gar nicht so weit vor. Also. Das sind halt Trial and Error Levels, ne? Die finde ich eigentlich nicht so gut. Aber gut. Wenn's euch gefällt, bitte. Euch gefallen eh komische Sachen. So, du kleiner blöder Penner. Das ist nicht nur Edward. Das ist auch Freddy. 1, 2, 3. Freddy, komm vorbei. Mann, Frenkel, konzentrier dich doch mal! Idiot, Blödpenner! Ich war jetzt geistig schon wieder bei dem nächsten Abschnitt. Verflucht nochmal, ey. Mein Gehirn arbeitet einfach zu schnell. Ich bin zu intelligent. Das ist der Grund. Aber ihr mögt's ja, wenn ich versag. Jetzt mach die Tür auf hier, du Arsch. Ich werde jetzt langsam ein bisschen aggro hier. Ja, Affe. Fresse. So. Das könnte auch ein Gaumelzäpfchen sein, ne? Also ist schon sehr lustig, wie das dann so hin und her baumelt, wenn man gegenspringt.
So, und jetzt sind wir hier mal ein bisschen vorsichtiger, gell? Ja, genau. Und hier fahren wir jetzt einfach mal ganz langsam hin. Dann soll es halt von mir aus zusammenbrechen. Jawohl, ja. Und jetzt muss ich hier wieder aufpassen. Sag mal, wer schreit denn da so? Komme ich da jetzt irgendwie vorbei, oder? Okay, die greifen zumindest nicht an, oder? Sie verheddern sich nur ineinander. Komme ich da durch? Ich glaube, dass mir schwant Übles. Wenn ich da jetzt durchfahre, dann werde ich wahrscheinlich aufgespießt. Dann ist aber Feierabend mit dem Level. Dann habe ich keinen Bock mehr. Also, Risiko. Komm, fahr durch. Jawohl. Oh, scheiße. Ich habe sie wieder im Arsch stecken. Oder nee? Es ist mir der untere Rücken. Komme ich da jetzt wieder weg? Nö. Kann ich einen Charakter wechseln? Nö. Also, Level, du hast verloren. Du bist zu schwer für mich. Wir nehmen einfach einen anderen Level. So. Den letzten Featured. Den letzten neuen Featured. Ja. Und jetzt? Hallo? Ich kann absteigen? Nützt mir das was? Press C. Komm, dreh dich um. Na also. Und jetzt? Was soll das denn sein, bitte? Ach komm. Blöder Level. Ach, vergiss es doch. Diese Featured Levels, die sind so scheiße eigentlich. Ich nehme jetzt, nehm einfach diese Dovi-Levels hier, da habe ich mehr von. So, sortiert nach den neuesten, da suchen wir uns eine raus mit 5 Sternen. Und die spielen wir. Ah, Fahrradlevel. Naja. Ist jetzt nicht so neu, ne? Aha. Oh Gott. Was? Das war's schon? Okay, deswegen mag ich die Level so, weil die so doof sind, dass sie sogar ich schaffe. 5 Sterne. So, hier kann ich endlich mal wieder auswählen. Da nehme ich natürlich zunächst mal meinen Opa. Mit Antrieb. Okay, wenn der schon cool Level heißt, ja. Aha. Komm, ein bisschen Stoff geben. Aha! Okay, ich habe mal wieder meine Beine verloren, aber... Okay, jetzt habe ich noch ein bisschen mehr verloren. Ich wollte gerade sagen, Beine verlieren macht ja nichts. Ich habe ja einen Rollstuhl, aber dann passierte das andere noch. Gut, dann werden wir da mal versuchen, etwas schneller durchzukommen. Jawohl! Und wir leben noch, wir leben noch! Und wir leben immer noch, und wir leben immer noch, und wir holen uns jetzt hier diese Münze. Komm, du schaffst das. Ich sag's doch. Was machen die ganzen Melonen hier? Komisch. Also, diese Levels mag ich, die sind zu schaffen. Was haben wir denn da noch ein bisschen? Dann nehmen wir doch gleich mal den hier. Mini Don't Move Demo. Don't Move heißt wahrscheinlich nicht bewegen. Mal gucken. Ja. Ja, das sind auch sehr schöne Levels. Die finde ich super. 5 Sterne Levels. Motor Jump. Das klingt doch gut. Dann nehmen wir zum Jumpen, glaube ich. Dann nehmen wir mal unseren Pogoman. Wo ist der jetzt wieder? Der Pogoman. Das ist der Pogoman, ne? Ja. Nehmen wir den mal. So, was erwartet der jetzt von uns? Jetzt muss ich erstmal wieder klarkommen, wie das überhaupt funktioniert mit dem Typen. Man kann ja... Also, das ist ja schon ein bisschen müde hier, oder? Die Veranstaltung. Kann ich da nicht irgendwie... Ah, ja, genau. Mit Space kann ich dann wieder höher hüpfen. So war's. Komm. Dass wir mal ein bisschen vorankommen hier. Was soll das denn sein? Passiert da gar nichts, oder was? Bin ich in die falsche Richtung gelaufen? Gehüpft? Verarscht mich das Level nur? Man weiß es nicht. Wenn ich jetzt da reingehe, ist das gut oder eher schlecht? Gucken wir mal. Ja, für die Beine war es eher schlecht. Ja, es war insgesamt etwas eher ungesund. Komische Levels gibt's hier, ne? Also, dann gehen wir mal oben drüber diesmal. Versuchen wir es zumindest mal.
Manchmal kommt man sich da echt so beknackt vor, wenn man nicht vorwärts kommt. Komm, spring, Baby. Zeig, was du kannst. Jawohl, so ist das. So ist das fein. So gefällt mir das schon besser. So, was haben wir denn da? Komme ich da hoch? Ach, man kann da gar nicht. Okay, verstehe. Na, das ist ja blöd, wie blöd, wie blöd. Gut, dann werde ich jetzt hier den Character changen. Dann werde ich mal hier den nehmen. Und da habe ich einen gescheiten Düsenantrieb, wenn ich da durchfahre. Und das geht auch viel schneller hier. Da muss ich nicht so blöd rumspacken. Mit dem Pogo-Stock. So, Stoff! Das kann doch nur so gemeint sein, oder? Na also, ich sag's ja, manchmal muss man einfach nur den Charakter wechseln und dann ist alles prima, alles gut, auch wenn ich da hinten... das ist was zu essen, das ist ein sogenannter Menschenauflauf, ne? Lecker. Dann... Was immer auch das hier ist. Jetzt nehme ich mal den mit den Elfen, bitte, ja? Mit den Schwuchtelelfen, das ist immer sehr lustig. Also, Baby, auf geht's! Frontflip, was wollen die von mir? Ah, okay. So, ein bisschen Schwung holen hier. Ich sehe schon, das ist nicht der richtige Charakter für diesen Level. Naja gut, bislang funktioniert es ja noch. Ah! Also, ich kann hier ein bisschen fliegen mit dem Ding, glaube ich. Komm, vorwärts, Junge. Komm, lauf weiter. Nichts passiert. Jetzt fahre ich dem über den Sack drüber. Auch gut. Macht ihm nichts, weil er schon tot war, ne? So, ah. Hold down Spacebar to read text. Leck mich, ich mag jetzt nicht lesen. Wenn ich lesen wollen würde, würde ich mir ein Buch nehmen, ihr Blödmänner. Ah, okay. Das ist wahrscheinlich nicht so beabsichtigt. Jetzt habe ich irgendwie nur noch Elfenfleisch. Aber ich kann ohne Elfen auch fahren. Das ist ja lustig. Zumindest rückwärts. Mann, die halten aber auch nichts mehr aus, die Elfen von heute. Jetzt hänge ich hier drin. Scheißdreck. Scheißendreck. Das Ding da vorne, der Haken ist zu lang. Da komme ich nicht rein. Ist doch zum Kotzen. Blöder Level. Charakter wechseln.